Der A7 zeichnet sich ja durch einen sehr eigenen Designstil aus. Wir haben hier sozusagen eine Designikone geschaffen in der nächsten, neuesten Generation. Ein fünftüriges Coupé mit sehr hohem Anspruch, mit einem sehr emotionalen Design, das einen wirklich anmacht. Und für uns war es natürlich als Techniker die größte Herausforderung an sich, dieses edle Design durch die Technik eben auch erst zu ermöglichen. Unter dem Stichwort Design follows Function und trotzdem ein schönes Design. Und das war für uns zugegebenermaßen schon am Anfang der ein oder andere Schweißtropfen, der dort beschert worden ist. Aber die ureigenste Audi-Tugend, der Zusammenhalt, der Teamgeist und die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Technikern und den Designern hat dieses Auto am Ende des Tages dann auch ermöglicht. Also die Pinakothek der Moderne hier in München ist natürlich ein exquisites Designmuseum und für uns ist es eine große Ehre, das Design des neuen A7 auch hier sozusagen im natürlichen Environment präsentieren zu dürfen. Und das ganz Besondere, werden wir hernach sehen, ist das Rear End, also das Heck des Fahrzeuges, das fast so ein Boat Tail, also so ein Bootscharakter hat. Und das macht das Fahrzeug extrem speziell. Sie werden sehen. We are here in the Pinakothek der Moderne in Munich. It's almost the Museum of Modern Art of Germany, let's say. So it's really a temple of design, and we are very proud to be here to present our design of our A7. And the speciality is the rear end of the car. The rear end has almost a kind of boat tail feeling and makes the car extremely elegant.